Ja, hallo zusammen. Schön, dass Sie am Feiertag Wahlrecht machen wollen oder müssen. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir starten gleich durch und ich starte sozusagen jetzt die Aufnahme und danach können wir ja die Diskussion führen mit der Vergabe der Themen. Da wollen wir natürlich die Aufnahme vorher gestoppt haben, sodass wir ganz frei diskutieren können, wer was wie wo wann will und Sie auch natürlich anonym bleiben. Okay, also wir starten die Aufnahme. Es geht los. Ja, ich darf Sie alle wieder begrüßen. Wir sind heute in der fünften Doppelstunde unseres Themas hier Recht der demokratischen Parlamentswahl. Also wir sind heute in der letzten der insgesamt fünf Doppelstunden, an denen ich Ihnen was erzähle. Und am Ende dieser Doppelstunde werden wir dann die Themen vergeben, die Sie dann selbst bearbeiten können. Wir haben das letzte Mal eben Wahlrecht und Demografie besprochen, sozusagen eine exotische Diskussion geführt, die bislang noch nicht so verbreitet ist, aber die ich jedenfalls für absolut maßgeblich halte und die eine zentrale Argumentation liefert im sozusagen Bereich unserer Wahlprüfungsbeschwerde. Heute sozusagen lassen wir den Blick etwas schweifen und holen uns noch andere Disziplinen quasi in die Betrachtung. Sozusagen ein kleiner wissenschaftstheoretischer Ansatz. Wir haben sozusagen Rechtswissenschaft betrieben, im Wesentlichen die letzten vier Doppelstunden, dann aber auch Demografie, auch Demoskopie im Grunde schon betrieben, wenn Sie sich erinnern. Das war etwas kompliziert, aber ich habe Ihnen versucht darzustellen, wie hypothetische Vorhaben, Vorschläge vielleicht abgestimmt würden und das auf Basis der Verhältniszahlen. Wer würde wohl dafür stimmen? Wer würde wohl dagegen stimmen? Wer hätte wohl stellvertretende Kinderstimmen? Würde man die dafür oder dagegen einsetzen? Es ist herausgekommen, dass sozusagen die Menschen mit mindestens zwei oder mehr Kindern, ob minderjährig oder nicht, miteinander nicht mehr überhaupt zahlenmäßig genug Stimmen zusammenbringen könnten, um zum Beispiel die Sozialversicherungsbeiträge nach der Kinderzahl staffeln zu lassen. Da haben wir nur zwischen 5 und so um die 35% hätten die noch. Das heißt, Menschen mit zwei oder mehr Kindern gehören zu einer Minderheit und deswegen war dann auch das Ergebnis der letzten Stunde, diese Menschen, die man früher für die Mehrheit gehalten hat und sozusagen man sich demoskopisch vielleicht nicht besonders um sie kümmern hätten müssen, sind mittlerweile eine Minderheit durch die demografische Entwicklung und da müssen Minderheitsschutzvorschriften unserer Verfassung eingesetzt werden. Ja, aber heute gehen wir noch weiter und würden jetzt ein bisschen etwas zur Psychologie noch sagen. Das ist sozusagen nur ein Spot, da kann ich natürlich nicht tief einsteigen, aber ich wollte Ihnen einen Spaß dazu erzählen und dann schauen wir noch was ein bisschen aus der praktischen und aus der theoretischen Philosophie an, also auch so Gedanken zum Thema Wahlrecht. Und am Ende vertiefen wir ein bisschen, wie könnten wir jetzt sozusagen Technik mit in das ganze Programm holen? Also wie kann man jetzt mit sozusagen Informatik-Tools irgendwas zum Wahlrecht der Rechtswissenschaftler beitragen? Okay, ja, ich freue mich und wir starten durch. Fünfte Doppelstunde und letzte Doppelstunde. Wahlrecht und Psychologie, da habe ich nur eine Folie, nur um Ihnen einen Spot sozusagen zu geben. Vielleicht ganz kurz hier sehen Sie, Sie können ein bisschen mehr nachlesen noch in meinem Buch hier auf Seite 229 fortfolgende zu dem Thema. Ja, es gibt eine Theorie der kognitiven Dissonanz. Das haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört, obwohl diese Theorie ziemlich berühmt ist und ab und zu auch in Talkshows und so aufkommt. Und diese Theorie der kognitiven Dissonanz gehört eben sozusagen schon seit 1957 zu den anerkannten Grundlagen in der Psychologie. Und die hat man damals sozusagen aufgestellt und irgendwie hat sich die bis heute bewährt, sodass die immer wieder eine Rolle spielt. Nach dieser Theorie ist es so, dass Menschen im dissonanten, sozusagen ambivalenten Gefühl hinsichtlich eines negativen Ergebnisses ihrer Handlung, zum Beispiel Wahlhandlung, grundsätzlich Fehler lieber hinweg erklären und sich weiterhin fehlerhaft verhalten, was sogar dazu führen kann, dass diese Menschen ihr eigenes Leben mit ihren fehlerhaften Handlungen riskieren, als ihren Fehler einzusehen und ihr Verhalten zu korrigieren. Also was soll das heißen?
Vielleicht machen wir es ganz konkret mit dem Wahlrecht. Unsere ganze Demokratie-Idee baut ja darauf oder unter anderem darauf auf, dass wir das Gefühl haben, wenn wir eine Fehlentwicklung haben, zum Beispiel in der Politik der Regierung, dann würde im Grunde die Regierung selbst vielleicht irgendwann einsehen können, das ist ein Fehler, und würde sozusagen ihr Verhalten korrigieren. Oder die Wähler, die bislang die Regierung gewählt haben, sehen irgendwie ein, oh, die Regierung hat es jetzt doch anders und falsch gemacht, als ich erwartet habe, und ich sollte die vielleicht nicht mehr wählen. Ein Mensch selber würde sozusagen sich vielleicht mit der politischen Information, mit der er sich versorgt, wiederfinden in einem Denkfehler. Er hat sozusagen sich nur mit der Meinungsblase befasst in Social Medias, die sozusagen seiner eigenen Meinung entsprechen. Er war sozusagen gar nicht kritisch, sondern er hat einfach sich immer nur die Bestätigung seiner irrigen Meinung geholt. Jetzt kommt er irgendwie drauf durch irgendeinen Zufall und stellt fest, oh, da gibt es einen Denkfehler, einen Argumentationsfehler. Und langer Rede, kurzer Sinn, wenn irgendein Mensch auf die Idee kommt, das, was er bislang gedacht oder gemacht hat, könnte fehlerhaft oder war fehlerhaft, jetzt sollte ich doch mein Denken, mein Verhalten, mein Handeln ändern. Das würde man ja erwarten. Das wollten wir ja. Wir müssen ja sozusagen durch die Demokratie sicherstellen, dass praktisch und durch die Wahlen sicherstellen, dass Mindermeinungen von heute die Mehrheitsmeinung von morgen sein können. Wir müssen die pluralistischen Meinungen zulassen und zum Ausgleich bringen. Und jede Meinung muss im Pluralismus die Chance haben, Mehrheitsmeinung zu sein. Das heißt, die Leute, die sozusagen die Willensbildung ja tragen, müssen ja irgendwie eingestehen können, auch sich selbst eingestehen können, die Richtung zu wechseln. Wenn man sozusagen etwas falsch macht und dann bleibt man dabei, obwohl man erkannt hat, dass es falsch ist, dann ist irgendwie die ganze Demokratietheorie in Gefahr, weil wir hoffen ja sozusagen Schritt für Schritt uns der besten Lösung anzunähern und das heißt, wir müssen Fehler korrigieren können. Die Demokratie dient im Grunde dazu, als politisches System Fehlentwicklungen korrigieren zu können. Und das Problem ist, das hört sich rechtswissenschaftlich toll an, demokratietheoretisch, politikwissenschaftlich ist das alles toll, das ist quasi das, was man ihnen ja beibringt. Aber wenn man die Psychologen fragt, wie, also unabhängig jetzt von unserem staatstheoretischen Umfeld, wenn man einfach nur ganz konkret Psychologen diskutiert, wie funktioniert eigentlich quasi die Verhaltenskorrektur beim Menschen, wie ist der einsichtig und so weiter, dann stößt man vielleicht auf die Theorie der kognitiven Dissonanz und dann stellt man fest, Moment, der Mensch erkennt, er hat was falsch gemacht, statt dass er jetzt sein Verhalten ändert, seine Meinung ändert, bleibt er beim alten Verhalten, bleibt er bei der alten Meinung und redet das sozusagen sich selbst auch so hin, dass er nicht sich verändern muss. Das heißt, Theorie der kognitiven Dissonanz, kognitive Dissonanz, er erkennt die Dissonanz, er erkennt die emotionale Spannung, die spürt er. Der spürt der Mensch in sich drin. Mein Verhalten war wahrscheinlich nicht erfolgreich. Ich mache was falsch. Statt dass er das Verhalten ändert, weicht er dieser kognitiven Dissonanz aus. Er baut für sich selbst die innere Spannung dadurch ab, dass er sich sozusagen das schön redet. Wie bin ich da drauf gekommen? Zufällig, ich schmöker einfach in einem Buch, das ist ein völlig anderes Thema. Ich habe in dem Buch von Sönke Neitzel, das ist ein recht berühmter Historiker, Soldaten gelesen. Und das ist ganz interessant. Der Sönke Neitzel hat als Historiker die Abhörprotokolle von gefangenen Wehrmachtssoldaten des Zweiten Weltkriegs, die erst relativ spät der Wissenschaft geöffnet wurden, analysiert. Und da konnte man feststellen, dass die jungen Soldaten, dass die im Grunde wussten, dass der Krieg verloren ist. Und man hat sich gefragt, warum haben die eigentlich nicht kompanieweise kapituliert. Das wäre ja geschickt gewesen, sozusagen, wenn viele Soldaten sich untereinander abstimmen und sagen, dazu, das ist sinnlos, wir verteidigen hier eine sinnlose Idee, wir werden nicht gewinnen, ganz abgesehen davon, dass die Idee im Grunde menschenverachtend war, die sie da sozusagen vertreten haben. Aber warum haben die nicht kompanieweise kapituliert? Warum haben so wenige überhaupt kapituliert, obwohl erkannt wurde, dass sehr viele im Grunde gewusst haben, sie können nicht mehr gewinnen. Sie kommen aus der Nummer nicht mehr raus. Die haben sozusagen weiter ihr Leben riskiert an der Front, statt den Fehler zuzugeben und zu kapitulieren.
Ganz abgesehen davon, dass sozusagen natürlich hier Gefahren bestehen, wenn das der Falsche erkennt, dass man sich sozusagen ergeben will und so weiter und dann wird man erschossen. Alles verstanden. Aber das war sozusagen nicht mein Thema, sondern ich habe in diesem Buch gelesen, dass da eben sozusagen die Theorie der kognitiven Dissonanz wirksam war. Also das ist ja irre. So, und ich will damit nur sagen, naja, wir sollten uns als Juristen vielleicht auch mit so anderen Wissenschaften am Rand unseres Themas befassen, kognitive Dissonanz. Und ich bin immer irgendwie verblüfft, jedenfalls mir sind relativ wenig sozusagen rechtswissenschaftliche Aufsätze irgendwie bekannt, die sich dann mit diesen interdisziplinären wissenschaftstheoretischen Themen befassen und sagen, Mensch, ist eigentlich die Demokratie funktionsfähig? Weil wenn wir den Psychologen glauben, werden wir durch Theorie der kognitiven Dissonanz eigentlich nicht unser Wahlverhalten groß ändern. Naja. Insofern habe ich hier dann einfach mal an die Wand geworfen, sozusagen, insoweit besteht bei Zugrundelegung dieser fundamentalen psychologischen Theorie wenig Hoffnung, dass Politiker und auch Wähler etwaige fehlerhafte Dinge, die sie mit einem ambivalenten Gefühl getan haben, die spüren irgendwie, ja, da habe ich was falsch gemacht, nicht doch vor sich selbst legitimieren, um es mit ihrem Selbstbild in Einklang zu bringen. Man redet sich's dann gut hin. Ja. Also, eigentlich müsste ich die Pro-Seminararbeit schreiben, jetzt ist draußen schönes Wetter. Ich habe natürlich ein schlechtes Gefühl, wenn ich jetzt einfach mich in den Garten setze und das Wetter genieße, weil ich hätte ja eigentlich die Pflicht, die Arbeit zu schreiben. Dann rede ich mir das so hin und sage, naja, ich habe aber die letzten Tage so viel gearbeitet. Das ist eigentlich besser, wenn ich mich jetzt mal in den Garten lege, damit ich schön entspannt bin. Und wenn dann sozusagen morgen das Wetter nicht mehr so gut ist, dann bin ich frisch gestärkt und gut entspannt und kann erst recht ganz gut die Pro-Seminararbeit schreiben. Schade, das funktioniert nicht. Also man hat sich sozusagen hingeredet. Aber das ist sozusagen ein Beispiel der kognitiven Dissonanz und wenden Sie das einfach mal spielerisch auf Ihre Vorstellung an, wie Sie hoffen, dass die Demokratie funktioniert, damit sich am Ende immer das beste Argument durchsetzt. Naja, jetzt ganz konkret noch diese Diskussion, die wir jetzt allgemeiner geführt haben, auf das Problem unseres demografischen Wandels kombiniert mit Verfassungsrecht, kombiniert mit Wahlrecht. Es ist naheliegend, dass es den politischen Protagonisten subjektiv sinnvoller erscheint, eine Handlung zu wiederholen und am bisherigen Wahlsystem festzuhalten, als dies durch eine Korrektur in Frage zu stellen. Auch Wähler, die wie mittlerweile zahlreiche andere auch gewollt oder ungewollt lebenslang kinderlos geblieben sind, werden vielleicht aufgrund dieser psychologischen Phänomene mehr Argumente finden, warum ein Leben ohne Kinder vielleicht besser ist als mit Kindern. In diese schreckliche Welt darf man keine Kinder setzen, der Planet wird eh sozusagen klimatisch vernichtet und was weiß ich alles. Also ich will damit nur sagen, Vorsicht, die Diskussion, die wir führen, sozusagen Argumentationstheorie, Sie können auch da sozusagen einen Vortrag von mir hören, da stecken persönliche Befindlichkeiten drin, die man vielleicht mit Psychologie, mit der Theorie der kognitiven Dissonanz erklären kann. Ja, nur ein kleiner Spot, wie gesagt, können Sie ja selbst ein bisschen nachlesen, wenn Sie es interessiert. Sie können an sich selbst überprüfen, wie gut Sie Ihren inneren Schweinehund bekämpfen können oder ob Sie auch ein Opfer der Theorie der kognitiven Dissonanz sind. Ich glaube, wir sind da alle nicht frei davon. Aber ich fand es so spannend, weil das eine uralte Theorie von 1957 ist, die quasi zum festen Bestandteil der Psychologie gehört. Und ich als Jurist habe da eigentlich nur zufällig davon gehört, obwohl das eigentlich bei jeder Demokratiediskussion ins Portfolio gehörte. Okay, dann wechseln wir zu Wahlrecht und Philosophie. Da könnten wir jetzt erstmal sozusagen einen kleinen Hinweis aus der praktischen Philosophie machen. Es geht wieder um Wahlrecht ab Geburt als Extrembeispiel sozusagen an den Rändern unseres Wahlrechtssystems. Ursprünglich, das ist eine historische Tatsache, war das Wahlrecht als Privileg gedacht. Es stand dem Menschen nicht aufgrund seines Menschseins sozusagen von Geburt an zu, sondern es war ihm erst gesondert zu verleihen. Und die geschichtliche Entwicklung veränderte allerdings diese Auffassung vom Wahlrecht. Heute wird vertreten, dass jedem Menschen, also auch Kindern, aus moralischen Gründen, aus philosophisch-pragmatischer, also praktischer Philosophie, aus moralischen, ethischen Gründen, ein Wahlrecht von Geburt an zusteht und dass das Wahlrecht sogar den Status eines Menschenrechts hat. Jeder hat einen moralischen Anspruch darauf, ein juridisches Recht, also das Wahlrecht, zu erhalten. Schließlich lässt sich aus den moralphilosophischen Überlegungen, nämlich dass aus einem moralischen Anspruch heraus zur Herstellung der Gleichheit jedem Menschen ein Anspruch auf Zuteilung eines Wahlrechts zukommt, auch die Frage nach der Beweislast ableiten. Weil man das Wahlrecht nicht erwirbt bzw. es zugesprochen bekommt, sondern weil man als Mensch einen Anspruch, einen moralischen Anspruch darauf hat, einen Rechtsanspruch zu bekommen und ein Recht, nämlich ein Wahlrecht zu bekommen, dass man nur aus zwingenden Gründen ein Wahlrecht
abgesprochen bekommen kann, liegt dann also die Beweislast für die Behauptung, dass ein Wahlrecht ab Geburt zum Beispiel in Form des Stellvertretermodells nicht eingeführt werden kann, eben bei den Kinderwahlrechtsgegnern. Also, was soll jetzt das? Auch das ist nur ein Spot aus der praktischen Philosophie. Wenn Sie da in die Literatur einsteigen und stellen fest, wie ist das eigentlich mit dem Wahlrecht? Wie hat man sich das gedacht? Dann hat man früher gedacht, naja, das ist ein Privileg. Wir gewähren jetzt das Wahlrecht bestimmten Personen, die besonders geeignet sind, hier mitzuentscheiden. Und dann musste man sich das Privileg verdienen. Und dann war es natürlich so, da kann man relativ schnell sagen, Kinder sind eigentlich nicht geeignet, hier mitzuentscheiden. Also warum sollen die das Privileg haben? Die haben weder sozusagen hohes Steueraufkommen noch sonst irgendwas. Ja, also das Privileg ist sozusagen die klassische Auffassung des Wahlrechts. Mittlerweile setzt sich aber zunehmend eben durch, dass man sagt, Moment, das Wahlrecht ist ein Ausfluss aus sozusagen auch, wenn man so will, der Menschenwürde. Ja. Ich darf eben nicht Objekt staatlichen Handelns sein, sondern ich muss das staatliche Handeln mit kontrollieren können. Irgendwie kontrolliere ich es durchs Wahlrecht. Also ist eigentlich das Wahlrecht unmittelbar sozusagen Teil des Menschseins. Das heißt, in dem Moment, wo ich auf die Welt komme, habe ich ein moralisches Recht, hier sozusagen Subjekt zu sein und letztendlich mitwirken zu dürfen an der Gemeinschaft. Und das heißt, ich habe einen moralischen Anspruch darauf, dass mir ein rechtliches Wahlrecht durch die Rechtsordnung eingeräumt wird. Und da kann man jetzt sagen, ja, das ist ein philosophischer Streit. Da kann man jetzt sich beim Glas Rotwein die Köpfe heiß reden. Wunderbar. Der Punkt ist aber, einen konkreten juristischen Witz hat es natürlich dadurch, dass wir sagen, ja, je nachdem, wie wir diese philosophische Streitfrage entscheiden wollen, haben wir natürlich vielleicht auch eine Beweislastverteilung erzeugt im Rahmen einer rechtlichen Prozessführung, wenigstens in einer philosophischen Argumentationstheorie. Wer muss eigentlich begründen, dass man Kindern kein Wahlrecht ab Geburt zuerkennt, sondern das vorenthält? Wenn es ein Privileg ist, müssten die Kinder sozusagen selbst begründen, dass es unzulässig ist, ihnen das Wahlrecht vorzuenthalten. Wenn es sozusagen ein Ausfluss aus der Menschenwürde ist, dann müssten die, die das Wahlrecht vorenthalten, begründen, warum. Und jetzt kommt der Spaß. Beim Non-Liquid, also für den Fall, dass es nicht beweisbar ist, sozusagen für den Fall, dass keine endgültige Argumentation zur Überzeugung vorliegt, würde die Beweislastverteilung entscheiden, was zu tun ist. Und wenn es sozusagen Ausfluss aus der Menschenwürde ist, dann würden die Wahlrechtsgegner verlieren und wir müssten, wenn die keine Argumente hätten, sagen, ja gut, dann gibt es kein Argument dagegen, dann gibt es das Wahlrecht ab Geburt, Punkt. Und wenn Sie sich erinnern, gibt es zwar die Diskussionen über 38.2, ja, der nur für die Bundestagswahl gilt, den man eigentlich gar nicht analog anwenden kann, aber wenn man den Rechtsgedanken anwendet, dann muss man sagen, Vorsicht, der 38.2, der die 18 Jahre als Wahlalter regelt, der ist auszulegen und der ist eben auszulegen aus systematischen Gründen als Wahlausübungsaltersgrenze. Das heißt, ich darf die Stimme halt erst selbst abgeben, wenn ich 18 bin. Vorher habe ich aber die Stimme, dann bleibt nur die Frage, wer gibt's ab? Und da kommt der 621 Grundgesetz ums Eck. Naja, dann müssen meine Eltern meine Stimme für mich abgeben. So, und das heißt, der 38.2 ist kein Argument. Ja. Das nächste Thema ist, man begründet es mit zwingenden Gründen, die das seit jeher erfordern. Wenn man die zwingenden Gründe anschaut, diese Argumentationsfigur, Sie erinnern sich, dann wurden die für was ganz anderes gedacht. Die zwingenden Gründe wurden im Grunde in Bayern erfunden, vom Bundesverfassungsgericht aufgegriffen und bis heute gespielt argumentativ. Die zwingenden Gründe als Argumentationsfigur haben aber nur geholfen, den Erfolgswert bei der Gleichheit der Wahl, den Erfolgswert der Stimmen sozusagen einzuschränken, aber niemals den Zählwert und schon gleich gar nicht die Allgemeinheit der Wahl einschränken zu können. Also auch da, wenn man das sich genau anschaut, stellt man fest, es gibt keine schlüssige Argumentation für den Ausschluss von unter 18-Jährigen vom Wahlrecht. So, ist das Wahlrecht ein Privileg? Geht es zu Lasten der Kinder aus, wenn die kein Argument für das Wahlrecht haben? Ist es aber ein Teil der Menschenwürde, was die herrschende Meinung wahrscheinlich in der Philosophie so vertreten würde, dann muss man sagen, ja, dann müssen wir jetzt höchste Zeit ein Wahlrecht ab Geburt einführen, denn es gibt keine Begründung für die Ausnahme. Ja, Beweislast, praktische Philosophie, wo kommt das Wahlrecht her, Privileg oder vom Menschsein? Dann wird es etwas komplizierter, wir machen sozusagen
noch einen kleinen Spot aus der theoretischen Philosophie dazu. Theoretische Philosophie ist sowas wie Erkenntnistheorie. Es ist jetzt nicht Moralphilosophie, was sollte, wie, wo, was gelten, sondern es geht eher darum, mit Logik festzustellen, wo stecken Widersprüche in einer systematischen Überlegung. Wie kann ich erkennen, was richtig ist? Erkenntnistheoretisch, deswegen theoretische Philosophie. Kann ich irgendwie argumentativ erkennen, dass ein Wahlrecht ab Geburt notwendig ist oder nicht? Ja, dieses Bildchen ist ein bisschen kompliziert. Ich versuche es mal ein bisschen zu erklären. Im Grunde haben wir angefangen, unser Wahlrecht zu analysieren, indem wir ziemlich direkt eingestiegen sind in das Bundeswahlgesetz oder das Europawahlgesetz. Also in ein einfaches Bundesgesetz und haben dieses ausgelegt, analysiert, festgestellt, Höchstpersönlichkeitsgrundsatz, Stellvertretungsverbot, solche Sachen. Jetzt haben wir aber festgestellt, Moment, das Bundeswahlgesetz, das kennen Sie alle, Normenhierarchie, Normenpyramide, muss natürlich sozusagen der übergeordneten Norm, sprich unserem Grundgesetz, also der Verfassung entsprechen. Also sind wir sozusagen aufgestiegen vom einfachen Bundesgesetz in die Verfassung und haben beim 38.1 zum Beispiel uns mit den Wahlrechtsgrundsätzen befasst und haben auch hier versucht herauszufinden, gibt es da eigentlich einen Höchstpersönlichkeitsgrundsatz? Steht im Wortlaut jedenfalls nicht drin. Gibt es ein Vertretungsverbot? Daran hat noch nie einer gedacht. Ja? Solche Späße sind uns da aufgefallen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann praktisch hier im Verfassungsrecht im 38.1 gelesen. Wir haben natürlich auch im 38.2 gelesen. Jetzt gab es dann das Problem, in Anführungszeichen, gibt es vielleicht innerhalb der Verfassung Widersprüche, sodass man sowas wie ein verfassungswidriges Verfassungsrecht hätte. Das wäre, wenn man so will, so ein bisschen erhöht. Deswegen ist der 38.2 mit dem 38.1 so etwas eine Stufe, weil man sagt, gibt es da eigentlich innerhalb der Ebene der Verfassung sogar verfassungswidriges Verfassungsrecht? Und ich würde sagen, wir können durch die systematische Auslegung auf der Ebene der Verfassung das alles koordinieren, ohne dass wir noch eine Hierarchiestufe brauchen. Das war der Witz, methodisch, rechtsmethodisch, juristische Methodenlehre, festzustellen, dass der 38.2 dann nicht gegen Verfassungsrecht verstößt als verfassungswidriges Verfassungsrecht, wenn ich ihn systematisch auslege und zum Ergebnis komme, im Blick mit anderen Verfassungsnormen kann das nur eine Wahlausübungsaltersgrenze sein, aber keine Wahlinhaberschaftsgrenze. Und dann brauche ich kein verfassungswidriges Verfassungsrecht. Sie müssen sich vorstellen, Auslegung vor Anfechtung, Auslegung vor Nichtigkeit, sowas haben Sie vielleicht schon gehört. Wir müssen natürlich die Auslegungsvariante der möglichen Auslegungen wählen einer Norm, die verfassungskonform ist. Und den 38.2 als Wahlinhaberschaftsaltersbeschränkung zu sehen, ist verfassungswidrig. Diesen 38.2 als Wahlausübungsregelung zu verstehen, ist verfassungskonform. Also brauche ich gar nicht die Rechtsfigur des verfassungswidrigen Verfassungsrechts. Aber ich wollte Ihnen zeigen, da gibt es sozusagen so eine Halbstufe innerhalb der Ebene der Verfassung. Eine echte Stufe ist natürlich der 79.3. Ich habe sozusagen Verfassungsrecht, das durch die Ewigkeitsgarantie des 79.3 in Anführungszeichen perpetuiert werden soll, das ich also nicht ohne weiteres ändern kann. Der Witz ist, da kann also auch der verfassungsändernde Gesetzgeber nicht rankommen. Da könnte nur der revolutionäre Gesetzgeber was ändern, der das Grundgesetz abschafft. Ja, das ist sozusagen spannend. Deswegen würde ich sagen, der 79.3 ist eine echte übergeordnete Stufe zur Stufe Verfassung. Sind es schon auf drei Stufen gewesen? Einfaches Bundesgesetz, Verfassungsrecht und sozusagen perpetuiertes Verfassungsrecht 79.3. 1 und 20 Grundgesetz. Streng genommen habe ich jetzt schon den Witz gemacht, naja, die 79.3 kann der verfassungsändernde Gesetzgeber nicht ändern. Der müsste aus seiner, sozusagen aus seiner Box herauskommen. Da muss ein außerhalb der Verfassung stehender, verfassungsändernder Gesetzgeber sein. Ja, und das wäre ein verfassungsändernder Gesetzgeber, wenn man so will, Verfassungsgeber, der mit Mitteln außerhalb der Verfassung die Verfassung ändert. Ja, hurra, das ist nichts anderes wie die Definition der Revolution. Die Revolution ist sozusagen definiert als, ich ändere die Verfassung mit Mitteln
außerhalb der Verfassung. Ich bin out of the box. Ja. Das ist sozusagen von der Logik her, ich bin raus aus dem axiomatischen System des Grundgesetzes und mache was völlig Neues. Die Frage, ob man das will, will ich gar nicht. Aber ich will sagen, das ist interessant, das wäre die nächsthöhere Ebene. Ja, wer ist denn jetzt eigentlich der verfassungsändernde Verfassungsgeber, der out of the box jenseits der Möglichkeiten der grundgesetzlichen Mittel eine Verfassung ändern kann? Das ist der pouvoir constituant, Möglichkeit der Revolution. Also, wenn irgendeine Revolution stattfindet, wer wird es wohl sein? Ja, der aufgebrachte Mob im schlimmsten Fall. Im besten Fall der friedlich Demonstrierende. Streng genommen hat damals, wenn man so will, die DDR, die Bevölkerung der DDR, die friedliche Revolution durchgeführt. Die haben die Verfassung der DDR geändert mit Mitteln außerhalb der DDR-Verfassung. Also das kann mit Kanonen und Gewehren passieren, was weiß ich, ja, Sturm auf die Bastille oder eben friedlich und so weiter. Aber die Definition ist mit Mitteln außerhalb der Verfassung. So, wer ist das jetzt? Aha, das scheint ja irgendwie die Bevölkerung zu sein. Und jetzt spüren Sie, hoppla, jetzt geht es nochmal eine Ebene hoch. Ja, wer ist die Bevölkerung? Jetzt stellt sich die Frage nach der Staatstheorie von Jelinek. Der Staat besteht aus drei Elementen, habe ich Ihnen kurz angedeutet. Staatsgebiet, Staatsgewalt und Staatsvolk. Und im Staatsvolk steckt eben die demografische Entwicklung. Naja, und jetzt kann es natürlich sein, dass sich ein Volk sich seine eigene Verfassung gibt. Oder dass eben sozusagen, wie das bei uns im Grundgesetz war, auf Herrn Chiemsee der Konvent, ein Verfassungskonvent, die das Grundgesetz erlassen hat. Und dann gab es die große Diskussion, soll man da noch eine Volksabstimmung machen, damit man sozusagen den pouvoir constituant, also das Volk, sich selbst seine Verfassung bestätigen oder geben lassen würde. Und dann hat das, glaube ich, in der Diskussion, können Sie mal nachlesen, wie das war, dazu geführt, dass man nicht die Bevölkerung der Bundesrepublik hat abstimmen lassen, sondern es gab dann ja, eine politisch interessante Diskussion, die Sie unbedingt nachlesen sollten. Woher kommt eigentlich unser Grundgesetz? Naja, und dann geht es hoch, die nächste Ebene, Meta-Meta-Ebene, das geht ewig so weiter. Die Problematik ist, was weiß ich, denken Sie an K&K-Monarchie, Österreich-Ungarn. Da waren ja verschiedene, das ist, so, das ist ja der technische Begriff gewesen, der Vielvölkerstaat sozusagen, der K&K-Monarchie, die Ungarn und die Österreicher, die haben unterschiedliche Sprachen. Was zeichnet jetzt eigentlich eine Bevölkerung aus, die sozusagen im Sinne des pouvoir constituant das verfassungsgebende Volk ist? Das ist alles gar nicht so einfach. Ja. Je höher man da aufsteigt, desto komplizierter wird es. Und Sie sehen, das sind Schachteln in Schachteln in Schachteln gesteckt. Ja? Das sind sozusagen Systeme mit axiomatischen Prämissen, aus denen ich irgendwas deduzieren, ableiten kann, um logische Argumentationen zu generieren. Aber die Schachteln muss man auch verlassen können. Man muss sozusagen drüber nachdenken, was ist die Metaebene. Also das soll dieses Bild zeigen. Naja, und jetzt habe ich Ihnen das im Grunde alles schon verraten, aber hier haben Sie es nochmal im Text. Ja, wir haben einfach gesetzliche Fragen des Wahlrechts, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, diskutiert. Diese Fragen sind natürlich an den verfassungsrechtlichen Wahlrechtsgrundsätzen zu messen. Diese wiederum sind an der Frage nach der Möglichkeit von verfassungswidrigen Verfassungsrecht zu messen. Und dieses wiederum zusammen mit der Ewigkeitsgarantie des 79.3 Grundgesetzes zu prüfen. Inwieweit allerdings diese Ewigkeitsgarantie geändert werden könnte oder nicht, wäre auf einer darüberliegenden Ebene anhand der Fragestellung, wer ist eigentlich der Verfassungsgeber, wer ist pouvoir constituant, zu prüfen. Stellt sich nun die Frage, wer eigentlich zum Volk dieses pouvoir constituant gehört. Alle geschäftsfähigen, gesunden, volljährigen Menschen ab 18 Jahren mit deutscher Staatsangehörigkeit oder auch Menschen unter 18 Jahren, Menschen mit Behinderung, Ausländer, so zeigt sich, dass die demografische Entwicklung eigentlich dem pouvoir constituant übergeordnet ist. Die demografische Entwicklung ist ja sozusagen rein, ja, wie soll ich sagen, biologisch oder naturwissenschaftlich ja, Verursacher der Möglichkeiten von Mengen, die ich als Menschen zusammenfasse, um zu sagen, das ist jetzt irgendwie das Volk im Sinn der Rechtswissenschaft, die wir als pouvoir constituant definieren oder qualifizieren. Gleichzeitig kann man aber fragen, wer überhaupt teilnehmen soll an der Entwicklung des verfassungsgebenden Volkes, des pouvoir constituant, wer also in eine maßgebliche demografische Entwicklung mit einbezogen werden soll. So kann man schließlich zu der Frage kommen, welche Menschengruppen sich entsprechende Verfassungen selbst geben können und wer eigentlich die Regeln insoweit festlegen soll. Sie bräuchten ja Regeln, die regeln, welche Menschengruppen jetzt als pouvoir constituant
qualifiziert werden, damit sie dann juristisch deduzieren können, aha, und wenn diese Menschengruppe, die ich als pouvoir constituant mit einer bestimmten Regel definiert habe, sich eine Verfassung gibt, na, dann ist das eine rechtlich anzuerkennende Verfassungsgebung. Sie stecken in Regeln, die in Regeln stecken, die in Regeln stecken und so weiter. Darauf will ich hinaus. Ja, das ist so ein erkenntnistheoretisches Problem. Okay. In der Literatur wird jetzt zum Teil vertreten, dass die Entstehung solcher Rechtsgemeinschaften einfach spontan erfolgt. Das ist immer das Beste. Wenn man dann nicht weiter weiß in der Logik, dann ist irgendwas spontan passiert. Ja. Also es wird wirklich vertreten. Doch dies scheint keine rechte Begründung, jedenfalls meiner Meinung nach, dafür zu liefern, wie dann zu entscheiden ist, wer an der Verfassungsgebung dieser Gemeinschaft, die sich zu einer verfassten Rechtsgemeinschaft weiterentwickelt, also da habe ich schon die Rechtsqualität plötzlich verliehen, da hat ein Jurist nachgedacht, ja. Mitwirken darf und wer nicht. Wer legt fest, ob Kinder hier mitwirken dürfen und dabei gegebenenfalls von ihren Eltern vertreten werden oder nicht? Wo sind die Regeln? Es müssten ja eigentlich Rechtsregeln sein, die dann das zeigen. Vielleicht als Exkurs, um zu verdeutlichen, was hier eigentlich gerade passiert. Ein kleiner Witz, den ich glaube ursprünglich mal der Bruno Jonas als Kabarettist in so einem Kabarett erzählt hat. Also da ist ein Tal, da ist erstmal nichts, dann läuft ein sozusagen Neandertaler da durch, ja, und da ist immer noch nichts passiert. Und dann sagt der Neandertaler, oh, schau mal, da ist aber schön, da bleibe ich, ja, und dann schnitzt sich der einen Gartenzaun aus den umliegenden Hölzern, stellt den auf und sagt, so, das ist jetzt meins, dieses Grundstück, das gehört jetzt mir, das ist meins, sagt der erste Neandertaler. Da ist immer noch nichts passiert. So, dann kommt der zweite Neandertaler des Wegs daher und kommt an diesen Lattenzaun da von diesem ersten Neandertaler mit dem Grundstück und so weiter und sagt, ja, was ist jetzt hier los? Und dann sagt der erste Neandertaler, ja, das ist jetzt meins, das gehört mir, das ist mein Grundstück. Da ist immer noch nichts passiert. Und dann sagt der zweite Neandertaler, okay, also gut, das ist jetzt deins. Und als der zweite Neandertaler das gesagt hat, ist endlich erstmalig was passiert, nämlich der zweite Neandertaler war der erste Jurist. Der hat qualifiziert, aha, das ist jetzt nicht nur tatsächliche Herrschaft, Besitz, sondern das ist Eigentum. Der hat dem das jetzt rechtlich qualifiziert zugeordnet. Und genau so ein Problem haben wir hier. Wir können natürlich soziologisch und was weiß ich, biologisch oder staatstheoretisch oder anthropologisch prüfen und analysieren und nachschauen, was ist da eigentlich früher passiert. Wie kam es eigentlich zur Entstehung von Staaten? Das müssen Sie mal nachlesen in der Geschichte, ist total interessant. Wir gehen immer davon aus, der Staat ist da, der setzt Regeln und jetzt müssen wir als Juristen halt lernen, wie die Regeln funktionieren. Aber steigen Sie mal sozusagen aus der Box, ja, und diskutieren Sie sozusagen erkenntnistheoretisch, wie kommt es überhaupt zur Staatengründung? Total interessant. Warum kooperieren plötzlich die Homo sapiens? Super interessant. So, und jedenfalls, das Problem ist, Sie sind in einer tatsachenbeschreibenden Wissenschaft, wenn Sie Anthropologie machen, Geschichte und so weiter. Wir sind aber Juristen. Wir müssen irgendwann Tatsachen, die da irgendwie feststellbar sind, rechtlich qualifizieren. Und jetzt sind Sie berufen, eine Regel, eine Rechtsregel aufzustellen, die in irgendeiner Form ermöglicht, herauszufinden, welche Menschengruppen würden Sie jetzt als befugt für Ihre eigene Verfassungsgebung qualifizieren. Das ist sozusagen der Spaß an der Sache. Naja, wäre es dann auch möglich, dass in einer Bevölkerung diejenigen, die Eltern sind, waren oder werden wollen, sich von denjenigen dieser Bevölkerung spontan abspalten, die keine Kinder haben, hatten oder wollen? Die Menschen, die hier mit zwei oder mehr Kindern aufgezogen in einer Gesellschaft leben, wenn die jetzt sagen, hört mal zu, wir steigen aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Wir machen unsere eigene gesetzliche Rentenversicherung und da zahlt tatsächlich jeder nur 100% der Beiträge. Nur Mitglieder an dieser gesetzlichen Rentenversicherung dürfen nur Leute sein, die quasi im Laufe ihres Lebens mal zwei oder mehr Kinder aufgezogen haben. Ja, die wären für sich genommen Bestandserhalten, die hätten für sich genommen genügend nachwachsende Beitragszahler, die bräuchten keine spezifischen Probleme bei der Beitragsbemessung. Das Problem ist, die Leute, die keine Kinder haben, die wären in diesem Sozialversicherungssystem nicht dabei. Streng genommen könnten Sie also die Gerechtigkeit in unserem Sozialversicherungssystem auch herstellen, indem Sie sagen, wir machen in einer gesetzlichen Sozialversicherung, Rente, Pflege, Krankheit, zwei Gruppen von Versicherten, nämlich die mit zwei oder mehr Kindern und die mit null oder einem Kind. Und die sind getrennt zu betrachten und die haben getrennte sozusagen Beiträge voneinander. Überhaupt kein Problem. Die Frage ist, dürfte man das spontan verlangen? Ja. Könnten Leute sagen, wir wollen eigentlich einen Staat mit Bestandshalten der Demografie und wer das nicht will, sorry, der muss sich einen eigenen Staat gründen.
Also, wenn sich's spontan entscheidet, ja, ich verstehe es, ich mache Satire, aber ich will trotzdem dieses Thema ins Extreme treiben, damit Sie spüren, wo da die Probleme sind. Also, diese Fragen, welche Regeln durch welche Regeln geregelt werden, enden nie, sondern führen einen unendlichen Stufenbau. Ganz am Anfang habe ich Ihnen mal erzählt, dass es einen Unterschied macht, jedenfalls nach meiner Rechtsauffassung, ob ich über Regeln spreche, wie Familienpolitik, Steuerrecht, oder ob ich über Regeln, die Regeln, wie Regeln erzeugt werden, spreche, wie das Wahlrecht. Und das heißt, einmal habe ich in der Rechtsdogmatik Regeln, das sind die ganz klassischen familienrechtlichen Fragen, steuerrechtlichen Fragen, wirtschaftsrechtliche Fragen, machen Sie damit, was wollen. Da kann man viel diskutieren, alles wunderbar. Wir haben hier eine spezifische Problematik. Wir sprechen nicht über solche Regeln. Die Regeln des Wahlrechts sind qualitativ was anderes wie die Regeln des Wirtschaftsrechts. Die Regeln des Wahlrechts regeln nämlich, wie die Regeln des Wirtschaftsrechts zustande kommen. Und das, meine ich, ist eine sozusagen logisch andere Qualität an Regeln. Und deswegen ist es spannend, hier drüber nachzudenken. Wir sind da nämlich schon aus der Box raus ein Stück. Und dann ist die Frage, aus welcher Box gehen wir wann raus, mit welchen Argumenten. Ja, ich kann da nicht mehr als Ihr Problembewusstsein schärfen, aber das ist das, was mir gefällt, weil Logik hängt an axiomatischen Rahmungen und die Rahmungen enden irgendwann und wir diskutieren hier über die Angemessenheit einer Rahmung. Und das ist argumentationstheoretisch immer das Spannendste. Argumente innerhalb der Rahmung, da kann man mit Logik viel machen. Das ist ein logisch widerspruchsfreies Argument, das ist ein logisch widersprüchliches Argument und so weiter. Aber den Rahmen selbst in Frage stellen, mit welchen Argumenten darf ich den Rahmen selbst in Frage stellen? Das macht Spaß. Langer Rede, kurzer Sinn, da darf ich nochmal darauf verweisen, auf die Videos, die es da zur Argumentationstheorie von mir gibt, da haben wir diese Geschichte gespielt. Und kleiner Exkurs, eine Maschine kann nur einen Code abarbeiten. Das ist hochgradig, man würde sagen logisch, man würde vielleicht sogar sagen deduktiv. Ja. Da wird eins aus dem anderen abgeleitet, es muss eine Kette sein, da darf kein Schritt fehlen, sonst steigt die Maschine aus. Der Punkt ist, wie kann ich jetzt mit einer Maschine, die nur so läuft, die argumentative Infragestellung des Argumentationsrahmens modellieren? Das ist sozusagen High-End symbolischer KI. Ja. Wie kann ich sozusagen Argumentationstheorie mit Maschinen abbilden? Und da sogar noch das Argument, ich stelle hiermit den Argumentationsrahmen infrage. Wie kann ich das abbilden? Das ist noch lange nicht gelöst, aber da ist die Forschung am spannendsten. Und wir machen das sozusagen gedanklich, ohne Maschinen, aber auch wir stellen den Rahmen, oder ich stelle hier den Rahmen unseres Wahlrechts in Frage. Okay. Nach dem hier vertretenen Ansatz kann eine Lösung dieser Problematik, die auch Ansprüchen einer modernen Wissenschaftstheorie, Logik, Rahmung, genügen muss, nur darin liegen, dass ab einer gewissen Metaebene die Regeln zur Erzeugung von Regeln selbst anwendbar werden. Nur wenn strukturwissenschaftlich, also nur formal und konstruktiv, ein, Achtung, virtuoser, nicht Circulus Vitiosus, nicht der Teufelskreis, sondern ein virtuoser Zirkel entsteht, kann eine dogmatische, inhaltlich letztliche Bewertung oder gar politische Letztbegründung der Setzung von Regeln zur Erzeugung von Regeln vermieden werden. Ich will nicht dogmatisch argumentieren. Oh, ich finde es irgendwie ungerecht, dass die Kinder nicht wählen dürfen. Das ist halt meine Meinung. Ein anderer sagt, ja, ich finde es gerecht, dass Kinder nicht wählen dürfen. Dann kommen wir ja keinen Schritt weiter. Ich will mit Logik argumentieren. Ich will über sozusagen theoretische Fragen ohne Inhalt zum Schluss kommen, was ist da richtig? Das Problem der Selbstbezüglichkeit und Selbstanwendbarkeit wird, wenn es denn in der Rechtswissenschaft diskutiert wird, meist als Problem, als Paradoxie sozusagen und nicht als Lösung empfunden. Also im Satz 1 steht, Satz 2 ist wahr. Satz 2 heißt, Satz 1 ist falsch. Das ist selbstbezüglich, aber paradox. Ja. Alle Kreter sind Lügner, sagt Epimenides der Kreter. Selbstbezüglich, paradox. Ja. Wenn etwas paradox ist, ist die Logik am Ende. Der Punkt ist, es gibt aber auch selbstbezügliche Sätze, die nicht paradox sind. Zum Beispiel, this sentence has 37 letters. Können wir es nachrechnen? Stimmt. Dieser Satz hat 37 Buchstaben, auf Deutsch stimmt es leider nicht, aber auf Englisch. Ja. So, der Witz ist, es gibt sozusagen Aussagen oder Sätze oder Theoreme, die selbstbezüglich sind und wahr bleiben und nicht paradox werden.
Und darauf will ich hinaus. Nach dem hier vertretenen Ansatz soll aber in der Selbstanwendbarkeit und Selbstbezüglichkeit eine Chance gesehen werden, die Diskussion einer demokratischen Verfassungsgebung und die rechtliche Konstruktion eines gerechten Wahlrechts zu stabilisieren. Eine selbstbezügliche wahre Aussage könnte man als Tautologie sagen, aber wenn ich da ein großes Netz spanne, das alles selbstbezüglich und widerspruchsfrei zusammenhängt, dann wird dieses große Netz oder dieses große Geflecht schon stabil. Das ist wie eine geodätische, eine sich selbst tragende Konstruktion. Und so möchte ich mir die Argumente der Juristerei vorstellen, als geodätische, selbsttragende Konstruktion. Viele verschiedene Punkte, die sich gegenseitig stabilisieren, selbstbezüglich sind, die keinen Nagel brauchen, an dem ich das Universum aufhänge, die keine übergeordnete Dogmatik brauchen, wie der Katholizismus ist das Alleinseligmachende und jetzt deduziere ich darunter alles runter oder was weiß ich, keine Ahnung, die... Ja, ich kann's, also verstehen Sie, ich will weg von dogmatischen, weltanschaulichen sozusagen Prämissen, die gelten müssen, damit das System stimmt. Ich will weg von Inhalt. Ich will hin zu rein sich selbst tragender argumentativer Struktur. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber ich will Ihnen nur zeigen, welchen sozusagen Link man sozusagen zur theoretischen Informatik, zur theoretischen Philosophie herbekommt. Jedenfalls nach meiner Meinung. Und da habe ich sehr, sehr, sehr viel Spaß damit. Und da können wir natürlich auch weiter forschen. Also, nach dem hier vertretenen Ansatz soll aber in der Selbstanwendbarkeit, Selbstbezüglichkeit Chance gesehen werden, Diskussion, Verfassungsgebung, rechtliche Konstruktion eines gerechten Wahlrechts zu stabilisieren, weil diese ganzen Regeln auf sich selbst anwendbar sind. Bei der Frage nach der Notwendigkeit der politischen Beteiligung von Kindern an der Verfassungsgebung und der daraus resultierenden Beteiligung im Rahmen des Wahlrechts handelt es sich also eigentlich um eine selbstreferenzielle Beteiligung. Das Volk muss festlegen, wer das Volk ist, um festlegen zu können, wer der Verfassungsgeber ist. Das würde mich juristisch überzeugen. Das wäre plötzlich eine Rechtsregel, die uns ermöglicht zu qualifizieren, wann ist ein Volk eigentlich rechtlich betrachtet ein pouvoir constituant. Nur ganz kurz als Exkurs, das ist jetzt nicht nur so theoretisch, Sie müssen sich im Völkerrecht Folgendes vorstellen. Ein Beispiel, Sie hatten den Staat Jugoslawien. In dem Staat Jugoslawien waren verschiedene Bevölkerungen zusammengeschlossen. Und dann gab es den schlimmen Jugoslawienkrieg in den 90er Jahren. Ja, da hat irgendwann eine Menge von Menschen gesagt, wir sind jetzt ein Volk, wir sind jemand anders als das jugoslawische Volk, wir wollen uns jetzt unsere eigene Verfassung geben, wir wollen unseren eigenen Staat gründen. Wir sind sozusagen die austreten wollen sozusagen aus dem jugoslawischen Staat sozusagen. Und dann hat natürlich sozusagen eine andere Dominante sozusagen, ja, ich will da eben politisch nichts Falsches erklären, ich will mich da völlig neutral verhalten. Ich will nur sagen, plötzlich ist eine Teilmenge eines ursprünglich als Gesamtvolk betrachteten Volkes aufgestanden und hat gesagt, nein, wir sind jetzt ein eigenes Volk, wir wollen unsere eigene Verfassung, unseren eigenen Staat. Und dann gibt's Bürgerkrieg. Das ist eine ganz dramatische Rechtsproblematik, die wir hier haben. Und plötzlich muss sich die Staatengemeinschaft entscheiden, anerkennen wir jetzt diese Teilmenge als eigenständiges Volk und sagen, das ist ein Krieg, der sozusagen im Rahmen des Kriegsvölkerrechts zwischen zwei Staaten stattfindet? Oder sind es sozusagen irgendwelche Aufständische, die im Grunde einfach nur die demokratisch legitimierte Zentralregierung stürzen wollen? Und deswegen hilft die Staatengemeinschaft zur Zentralregierung? Also das ist jetzt alles so Lehrbuch, ja? Das ist in der Realität noch viel schlimmer, weil da natürlich ganz andere Interessen eine Rolle spielen als das, was wir hier jetzt sehr lupenrein diskutieren, rechtliche Fragen. Ich will Ihnen nur zeigen, die Frage, wann darf eigentlich wer entscheiden, selbstreferenziell. Ich entscheide jetzt mit meinen anderen Freunden, dass wir ein Volk sind und wir uns nichts mehr von der Zentralregierung sagen lassen. Das führt typischerweise in Bürgerkrieg. Also diese etwas theoretische Diskussion hier, die hat unglaubliche Konsequenzen. Insofern finde ich es halt einfach spannend, da mal philosophisch drüber nachzudenken. Okay. Also, bei der Frage nach der Notwendigkeit der politischen Beteiligung von Kindern an der Verfassungsgebung und der daraus resultierenden Beteiligung im Rahmen des Wahlrechts handelt es sich also um selbstreferenzielle Fragen, da etwas verkürzt ausgedrückt das Volk entscheiden soll, wer das Volk ist, um dann zu entscheiden, wer bei der Verfassungsgebung mitwirken darf, was wiederum maßgeblich ist für die Frage, wer an der Bildung der politischen Repräsentationsorgane, also an der Bundestagswahl ganz am Ende, zu beteiligen ist. Die nur faktische Möglichkeit, dass einfach die Stärksten sich durchsetzen und entscheiden, wer zu beteiligen und wer nicht, ist abzulehnen.
zurückzulehnen. Aber das ist der Bürgerkrieg. Der, der dann gewinnt, darf entscheiden, wer zum Volk gehört und wer nicht. Der militärisch gewinnt. Ich bin ein Argumentationstheoretiker. Ich will keine militärische Auseinandersetzung. Vielmehr zeigt sich also, dass nur die philosophische Möglichkeit bleibt, festzulegen, dass im Zweifel alle von der Verfassung Betroffenen an der eigenen Verfassungsgebung mitwirken sollten. Andere Lösungsmöglichkeiten beruhen im Ergebnis auf dogmatischen Prämissen und sind daher abzulehnen. Machen Sie damit, was Sie wollen. Jetzt haben Sie sozusagen vom Wahlrecht über Argumentationstheorie, über sozusagen Erkenntnistheorie und Metaebenen und Kästchen in Kästchen, Thinking out of the box und so weiter, Deduktion, am Ende eine, sagen wir mal, argumentative Grundlage für, warum entstehen eigentlich Bürgerkriege, was ist da eigentlich los, wer hat da eigentlich recht, das ist wahrscheinlich unentscheidbar. Aber mir scheint am Ende wenigstens die überzeugendste Aussage zu sein, wenn wir es nicht wissen, dann müssen die Leute sich selbst referenziell entschließen dürfen. Das Volk muss entscheiden dürfen, wer das Volk ist. Wahrscheinlich kann man es nicht anders lösen. Also der Zusammenhang zwischen Verfassungsgebung, Wahlrecht und demografischer Entwicklung ist sogar noch etwas verwickelter. Es wird ja noch komplizierter, jedenfalls in Deutschland. Das Volk erzeugt über seine Repräsentanten, also die Bundestagsabgeordneten, das Recht, also zum Beispiel Familienrecht, Sozialversicherungsrecht, welches wiederum auf die Zusammensetzung der Bevölkerung Einfluss nimmt. Sie haben ja gesehen in der letzten Doppelstunde, dass die Tatsache, wie wir die Sozialversicherung gestalten, dazu führt, dass wir wissen, wie viel Vermögen, wie viel freies Vermögen, wie viel freies Einkommen, hat ein Facharbeiter oder eine Facharbeiterin und plötzlich stellt sich raus, durch die Sozialversicherungsbeiträge bleibt nicht genügend frei verfügbares Einkommen übrig. Ab dem zweiten Kind rutschen die, nicht habe ich ausgerechnet, Hessische Staatskanzlei, unter das Existenzminimum. Das heißt, die Gesetze führen dazu, dass die Demografie geimpactet wird. Wir haben den Kindermangel nicht durch den lieben Gott bekommen oder weil es dauernd regnet, sondern weil wir die Sozialgesetze falsch machen. Sozialversicherungsgesetz. Das haben die Bundestagsabgeordneten in der Hand. Diesen Zusammenhang will man bislang aber irgendwie nicht zugeben, jedenfalls in der Politik nicht, nach meiner Meinung. Jedenfalls muss man doch die These vertreten können, argumentativ, und schauen, was passiert. Die Rechtsordnung erzeugt in Deutschland also eine signifikante Spaltung der Gesellschaft seit 40 Jahren in Kinderhabende und Kinderlose, was wiederum zur noch größeren Benachteiligung Kinderhabender führt, da immer weniger Eltern und deren Kinder immer größere Lasten, zum Beispiel der umlagefinanzierten Sozialversicherungssysteme, finanzieren müssen. Im Ergebnis ist damit festzuhalten, dass nur die Regel der Beteiligung aller bei der Festlegung von Regeln, also die selbstreferenzielle Idee, für alle eine unvoreingenommene und nicht von subjektiven Befindlichkeiten getragene, gerechte, weil eben formale, undogmatische Regel darstellt. Ob die danach zu beteiligenden Kinder nun, also die Kinder können zum Volk, würde ich mal sagen, denn die müssen am Schluss die Schulden zahlen, die wir hier veranstalten. Ob die danach zu beteiligten Kinder nun von den Eltern vertreten werden sollen oder sozusagen von allen gemeinsam, die Treuhandmodell, Vertretungsmodell, Sie erinnern sich, ist wiederum aus formalen Gründen, jedenfalls meiner Meinung nach, dahingehend zu entscheiden, dass die Eltern als Vertreter besser geeignet sind als die Gesamtheit. Jedenfalls dann, und jetzt kommt wieder der Spaß, wenn eine signifikante Spaltung der Gesamtheit in Kinderhabende, Kinderlose vorliegt. Dieses Ergebnis wird auch durch die formale Untersuchung der Wahlrechtsgrundsätze gestützt, die ihm ergeben hat, dass zwar originäre Kinderwahlgrundsätze allgemeine Gleichheit am besten verwirklichen würde, aber das Stellvertretermodell diese Grundsätze eben jedenfalls immerhin noch besser verwirklichen könnte. Also das Modell, nach dem nur volljährige wahlberechtigt sind, die mit an die Kinder denken sollen, was unserer derzeitigen Rechtslage entspricht. Langer Rede, kurzer Sinn. Wenn alle Kinder haben, dann brauche ich über Kinderwahlrecht beim Pouvoir Constituant nicht nachzudenken. Wenn aber eine Spaltung eingetreten ist, dann ist es irgendwie sinnvoller, die Eltern denken an die Interessen der Kinder, denn die Wahrscheinlichkeit, dass alle an die Interessen der Kinder denken, geht gegen null, je weniger Kinder das es gibt. Jetzt haben es viele sozusagen formale Regelungen, Diskussionen, Argumente gehört. Die Kunst besteht immer darin, die Dogmatik rauszuhalten. Ich möchte ein besseres Familienrecht, deswegen müssen wir das Wahlrecht ändern. Das finde ich nicht gut. Ich möchte die Regeln auf sich selbst anwenden und schauen, was rauskommt. Tja, das war das Thema zur theoretischen Philosophie. Jetzt steigen wir noch ganz kurz in was völlig anderes ein, nämlich hier Technik sozusagen. Hinweis aus dem Bereich Legal Tech, wenn man so will. Legal Tech ist ja ein bisschen ein schillerndes Wort. Da kann ich eben verweisen, eben auch auf Videos, die in YouTube stehen, KI und rechtliches Entscheiden und so weiter. Legal Tech. Hier jedenfalls spezifisch aus der Menge möglicher technischer Anwendungen hier nur mal also die Korpuslinguistik. Und da ist es jetzt so, Legal Tech und Wahlrecht, Korpuslinguistik.
Korpuslinguistik, was ist das überhaupt? Das ist für Juristen typischerweise auch für mich immer noch ein noch nicht vollständig verstehbares, sozusagen eine vollständig verstehbare Disziplin. Da müssen wir die Spezialisten zuziehen, die uns aus der Technik, aus der Korpuslinguistik helfen. Aber wir können natürlich diese Technik nutzen, um unsere juristischen, rechtlichen Fragestellungen irgendwie mit dieser Technik lösen zu wollen. Also, Korpuslinguistik bedeutet, wir durchsuchen und wir werten ein Korpus aus, welches die bisher veröffentlichte Rechtsprechung, zum Beispiel des Bundesverfassungsgerichts, zur Bundestagswahl beinhaltet. Zum Beispiel zum Suchwort zwingende Gründe. Das wäre so eine kleine Vision von mir. Wir erstellen ein sogenanntes Korpus, in dem die komplette Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung drin ist, die veröffentlicht ist. Und dann können wir spezifische Suchfunktionen dieses eines Tools nutzen, um das Korpus zu durchsuchen. Und zum Beispiel können wir dann analysieren, weil wir danach spezifisch suchen können, wann hat das Gericht über zwingende Gründe argumentiert, in welchem Zusammenhang, wie stehen diese Urteile zueinander in Verbindung und so weiter. Analyse der Literatur zum Thema, wie Social Bots Wahlen und Abstimmungen beeinflussen können, ist dann ein komplett anderes Thema. Da gibt es aber eben auch korpuslinguistische Veröffentlichungen, weil man korpuslinguistisch eben zum Beispiel Tweets durchsucht hat, um herauszufinden, ob es irgendwo Social Bots gibt, also sozusagen Maschinen, die Meinung machen im Rahmen der Social Media. Also die technischen sozusagen Grundlagen wären die Korpuslinguistik. Aber ich habe zwei unterschiedliche Anwendungen für Juristen. Das eine ist, ich kann das sozusagen als Profi-Suchmaschine benutzen. Das wäre der erste Absatz. Und das zweite ist, ich kann sozusagen rechtlich sozusagen meine Wahlrechtsanalyse untermauern, indem ich sage, Mensch, funktioniert eigentlich der Austausch der Meinungen im pluralen Wahlkampf noch? Oder wird dieser Austausch, der ja nur durch Menschen erfolgen sollte, gestört, weil bestimmte Interessen, Gruppen, wer auch immer, Social Bots einsetzt, also Maschinen, die quasi in einer übertriebenen großen Zahl Meinungen in die Social Medias schießen, um quasi die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Es gibt ja sozusagen diese Diskussion, dass die Russen mit Social Bots in den US-Wahlkampf zum Beispiel eingegriffen hätten. Und das wäre jetzt sozusagen das zweite Thema. Also es gibt tausend andere Themen und es gibt noch viele andere technische Verfahren aus der Informatik, die irgendwie für uns Juristen nutzbar wären. Aber ich habe jetzt hier einfach nur mal als Spot, damit Sie auch in die wissenschaftstheoretische sozusagen Disziplin der Informatik rüberschauen können. Also wissenschaftstheoretisch können sozusagen in die Informatik rüberschauen. Dann haben Sie also Demoskopie, Demografie, Philosophie, Psychologie, Informatik. Also ich will Ihnen zeigen und Ihnen Mut und Geschmack drauf machen, dass wir sozusagen als Rechtswissenschaftler auch über die Wissenschaftstheorie in andere Disziplinen hinüberschauen, um unsere Themen, die wir rechtlich haben, abgerundet besser zu verstehen. Okay, also das wären zwei konkrete Anwendungsmöglichkeiten der Informatikverfahren der Korpuslinguistik. So. Mein Freund Stefan Ewert ist eben der Korpuslinguist bei uns an der FAU, der hat den Lehrstuhl für Computer- und Korpuslinguistik und mit dem habe ich ja zusammen auch ein Forschungsprojekt schon vom Freistaat Bayern, vom Bayerischen Justizministerium zur automatischen Anonymisierung von Gerichtsurteilen. Das ist viel komplizierter, aber nur mal angedeutet. Und es macht unvorstellbar viel Spaß, mit eben Nicht-Juristen für juristische Fragestellungen zusammenzuarbeiten. Der Punkt ist, ich bin hier ja nur sozusagen eine Sekundärquelle. Also Sie müssen immer davon ausgehen, dass ich natürlich nicht der Korpuslinguist bin, sondern ich bin bestenfalls der Wissenschaftstheoretiker und Rechtswissenschaftler. Das heißt, lassen Sie lieber den Korpuslinguisten selbst zu Wort kommen. Stefan Ewert habe ich interviewt, jetzt als Beispiel, wie funktioniert Korpuscomputerlinguistik, um zum Beispiel AGBs in Verträgen zu kontrollieren, Schrägstrich, wie kann ich quasi den BGH und seine Rechtsprechung korpuslinguistisch durchsuchen, um herauszufinden, ob bestimmte Vertragsklauseln AGB-widrig sind, weil eben der BGH dazu schon mal Stellung genommen hat. Und da habe ich ein Interview gemacht und da können Sie dieses YouTube-Video anschauen. Dann haben Sie vielleicht aus berufenerem Mund einen ersten Eindruck, was ist eigentlich Korpuslinguistik? Ich versuche es trotzdem hier mal rüberzubringen mit freundlicher Unterstützung von Professor Ewert, der hier eben mir die Folien auch zur Verfügung gestellt hat. Was ist Korpuslinguistik? Naja, die Korpuslinguistik untersucht systematisch Sprachmuster und auch den Sprachgebrauch
durch Auswertung großer Textmengen. Für mich als Philosoph und Wissenschaftstheoretiker ist es toll, weil ich ja, ich persönlich glaube, wie verstehe ich die Bedeutung eines Wortes? Naja, ich bin später Wittgenstein-Anhänger, der die Bedeutung eines Wortes ergibt sich aus seinem Gebrauch, hat der Wittgenstein gesagt. Und das heißt, im Grunde ist es der Sprachgebrauch. Das heißt, dass bestimmte Muster, wie eine Sprachgemeinschaft typischerweise dieses Wort gebraucht, führt dazu, dass Mitglieder dieser Sprachgemeinschaft bei diesem Sprachmuster plötzlich eine Assoziation haben und denken, aha, Tisch, ah, da meint er das, Bank, braucht ein bisschen Kontext, ist das das Kreditinstitut oder das Sitzmöbel. Aber der Sprachgebrauch mit dem Kontext, der Gebrauch des Wortes ist sozusagen maßgeblich für das, was wir dann assoziieren. Und das bezeichnen wir, das, was wir da assoziieren, als die semantische Bedeutung. Deswegen gefällt mir die Korpuslinguistik, weil die sozusagen eben Muster in unserem Sprachgebrauch versucht, ja, computerwissenschaftlich aufzudecken. Zentrale Arbeitsmethode ist die Konkordanz, kompakte Darstellung aller Vorkommen eines Wortes oder einer Konstruktion in ihrem Gebrauchskontext, flankiert von quantitativen Zusammenfassungen, Kollokationen genannt oder Keywords. Schauen wir uns gleich noch an, kann man so, wenn man es hinschreibt, als Jurist wahrscheinlich kaum verstehen, weil man spüren muss durch ein Beispiel, was das eigentlich sein soll. Interessant ist, damit ich überhaupt ein Korpus habe, brauche ich maschinenlesbare Textsammlung, also das Korpus. Nicht der Körper, sondern das Korpus. So. Nützliche Größe 1 Million. Weniger als 1 Million Wörter reichen typischerweise nicht, um korpuslinguistische Verfahren einzusetzen. 10 Milliarden Wörter sind toll. Also in unserem Forschungsvorhaben, wo wir sozusagen Urteile analysieren, amtsgerichtliche Urteile übrigens, und deren Schriftsätze, was besonders toll ist, weil das einmalig bislang in der Bundesrepublik ist, haben wir gesagt, wir brauchen mindestens 1 Million. Wir wollten eigentlich im Idealfall 2 Millionen Wörter haben, um ein Korpus daraus zu machen. So, diese ganzen Wörter werden genommen und mit sogenannten korpuslinguistischen Informationen annotiert. Das sagt Ihnen jetzt auch noch nichts. Das fränkisch übersetzt heißt es, Sie haben einfach die Wörter und diese Wörter, eine PDF-Datei eines Urteils, so eine Menge an Wörtern, ist für eine Maschine völlig ungeordnet. Die Maschine kann diesen PDF-Text quasi nicht korpuslinguistisch in dem Sinn verarbeiten. Natürlich kann ich in der PDF im Adobe Acrobat Reader natürlich nach irgendwelchen Worten suchen, aber ich kann nicht zählen, wie viele Worte es sind. Ich kann nicht mehrere Dokumente sozusagen gemeinsam durchsuchen und so weiter. Da muss ich die erst annotieren. Ich kann zum Beispiel nicht danach suchen, suche mir mal alle Eigennamen raus. Kommt da Axel Adrian drin vor, könnte ich suchen, tippe ich ein Axel Adrian und dann sucht er mir es durch. Aber ich will zum Beispiel nicht nach Axel Adrian suchen, sondern ich will, gib mir alle Eigennamen, ja, von natürlichen Personen. Und das kann ich nur dann finden, korpuslinguistisch, wenn ich vorher die Maschinen, die Textsammlung quasi annotiert habe. Das heißt, ich muss Etiketten dran kleben an die einzelnen Worte, die eben bedeuten, das ist ein Eigenname. Wenn ich das Etikett, das ist ein Eigenname, dran geklebt habe an ein Wort, ja, dann findet die Maschine später im korpuslinguistischen sozusagen Softwareprogramm diese Eigennamen. Jetzt steht da Baum. Der Baum kann ein Eigenname sein, dann wäre es der Herr Baum. Es kann aber auch die Pflanze sein. Jetzt ist die Frage, was klebe ich da für Etikett dran? Und das ergibt sich wieder nur aus dem Kontext. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, das zu machen. Natürlich, der Mensch, wenn das liest, der könnte sagen, ah, das ist der Herr Baum, da klebe ich den Etikett Eigenname dran. Und ach, das ist die Pflanze, da klebe ich das Etikett Pflanze dran zum Beispiel. Ich kann beliebige Etiketten vergeben und dran kleben, wenn ich es manuell mache. Dann kann ich es aber auch gleich selber lesen. Die Kunst besteht darin, sozusagen automatische Etikettierungen durchzuführen. Und das ist dann schon ganz schön kompliziert. Und da gibt es dann sozusagen die NLP, Natural Language Processing Pipeline, sagt man. Das heißt, da gibt es verschiedene sozusagen Verfahren aus der Korpuslinguistik, die dann die Spezialisten einsetzen. Und dann läuft sozusagen der Text durch die Pipeline durch und wird automatisch etikettiert.
Da kann ich natürlich nicht beliebige Etiketten vergeben, sondern nur bestimmte. Also ich kann zum Beispiel Eigennamen findet die Maschine mittlerweile. Da gibt es trainierte Systeme, das sind sozusagen typischerweise Machine Learning Systeme, die eben an vielen anderen Texten trainiert sind, sodass die Maschine eben die Muster schon kennt. Wann kommt da eigentlich ein Eigenname? Was müssen da für Worte drumherum stehen? Und dann klebt die Maschine automatisch ein Etikett drauf. Schauen wir uns vielleicht noch ein wenig im Detail an, aber so kann man ein bisschen erklären, wie funktioniert eigentlich Korpuslinguistik. So, woher bekomme ich eigentlich ein großes juristisches Korpus? Und der Gag ist, es gibt ja Open Legal Data und so weiter, es gibt ja die verschiedenen Plattformen, Bundesverfassungsgericht, Bundesgerichtshof, wo Sie ja, das wissen Sie selber, recherchieren können und dann holen Sie Ihre PDF-Rechtsprechungsurteile herunter. Ja, wie geht das jetzt? Da muss man einfach schauen. Hier haben wir zum Beispiel Bundesgerichtshof, sieht man, wie viele Urteile da veröffentlicht sind, je nach Kalenderjahr. Und hier Bundesverfassungsgericht sieht man eben, vor 2010 haben wir da jetzt in dieser Plattform, auf dieser Plattform keine Urteile gefunden. Dann geht es hier los. Das ist ein bisschen der Wermutstropfen. Wir wollen ja eigentlich wissen, wo wurde in den 50er Jahren erstmalig zwingende Gründe als Argumentationsfigur eingesetzt und wie hat sich das dann bis heute entwickelt? Jetzt korpuslinguistisch kommen wir leider nicht weiter als bis 2010. Das ist ein bisschen ein Wermutstropfen, aber wir müssen uns halt vielleicht dann andere Suchprobleme, Rechtsfragen ausdenken, die eben moderner sind. Aber Sie sehen, es gibt eben verschiedene Gerichte, in Abhängigkeit vom Kalenderjahr sieht man, was da so veröffentlicht wird. Entscheidend ist, wir haben zum Beispiel mal 106.325 Urteile gezählt, verschiedene Instanzen und Gerichtsbarkeiten sind verfügbar, aber was ganz, ganz wichtig ist, nicht alle Urteile liegen in maschinenlesbarer Form vor, mit Metadaten und semantischer Struktur des Urteils. Und was noch viel, viel wichtiger ist, es gibt überhaupt keine systematische, geschweige denn vollständige Erfassung aller in Deutschland ergehenden Urteile. Und das ist eigentlich unser Hauptproblem in der Juristerei. Das ist eigentlich einer der Hauptgründe, warum wir in der Juristerei bis heute nicht wirklich digitalisiert wurden. Wir sind sozusagen die, die sich gegen die Digitalisierung am längsten gewehrt haben, bis dann sozusagen die FAU endlich das vorantreibt mit unseren Informatikern. Warum? Es wäre das Logischste von der Welt, wenn ich sozusagen hier als Jurist endlich mal richtig Legal Tech machen wollte, dass ich eben alle Urteile, die in der Bundesrepublik Deutschland erlassen waren, in eine Maschine schmeiße und sozusagen Argumentationsmuster mit Maschinen, mit Machine Learning, mit Deep Learning, aber auch sozusagen mit symbolischer KI, also für KI-Verfahren, aufbereite und analysiere. Warum machen wir das nicht? Naja, weil gar nicht alle Urteile veröffentlicht werden. Wir haben mal abgeschätzt, dass nicht einmal 2% aller Urteile, die in Deutschland ergehen, überhaupt veröffentlicht werden. Sie erinnern sich an meinen Vater, habe ich ganz am Anfang erzählt, der ist Physiker, der hat gesagt, Buch studier was Gescheites, studier Physik, das ist eine wahre Wissenschaft. Ich muss leider zugeben, dass die bloße Tatsache, dass unsere Datenbasis nicht einmal aus 2% aller Daten besteht, die wir bräuchten, wahrscheinlich tatsächlich an der Stelle unter naturwissenschaftlichen Gesichtspunkten nicht wirklich eine Wissenschaft ist. Es wird also höchste Zeit, dass wir ermöglichen, dass möglichst viel mehr, wenn nicht am besten alle Urteile, irgendwann mal technischen Verfahren zugänglich sind, damit wir echtes Legal Tech betreiben könnten. Warum gibt es so wenig veröffentlichte Urteile? Antwort, weil man sie natürlich datenschutzrechtlich erst anonymisieren müsste. Wie werden jetzt Urteile anonymisiert? Indem ein armer Tropf in der Geschäftsstelle des Gerichts sitzt mit einem schwarzen Edding, ich übertreibe es mal, und streicht dann Namen, Adressen, Telefonnummern und was weiß ich alles raus. Und weil das so aufwendig und manpowerintensiv ist, kann man es einfach nicht schaffen. Und damit wird eigentlich zu wenig veröffentlicht. Jedenfalls für sozusagen korpuslinguistische Verfahren, wo Sie wissen, wir brauchen mindestens 1 Million Wörter, damit wir überhaupt was erkennen können. Am besten 10 Milliarden Wörter. Ja, dann haben wir gute Mustererkennung. Ja, das liegt an der fehlenden Datenbasis. Wir müssen also in der Steinzeit beginnen und erstmal die Datenbasis produzieren, damit wir endlich Mustererkennung drüber laufen lassen können in der Juristerei. Jetzt mal ganz hart und fränkisch ausgedrückt, solange wir die Datenbasis nicht haben, sind Legal Tech Veranstaltungen im Wesentlichen Marketing, bös formuliert. Also
Bitte nicht weitererzählen. Okay, also ich will es immer ins Extreme diskutieren, damit Sie spüren, wo stehen Sie. Sie sind junge, angehende Juristen. Sie müssen noch 40 Jahre mit dieser Disziplin leben und vor allem irgendwann mal mit Geld verdienen. Und ich verspreche Ihnen eins, in den nächsten 10 Jahren gibt es einen extremen Umbruch durch die Digitalisierung, weil natürlich an der Datenbasis gearbeitet wird, weil die computerwissenschaftlichen Verfahren verbessert werden, weil zunehmend mehr Menschen verstehen, wie sozusagen wissenschaftstheoretisch zwischen den Disziplinen Recht, Informatik, Psychologie und so weiter Fragestellungen formuliert werden müssen, um mit Maschinen bestimmte Probleme zu lösen. Das ist nicht schlimm, das ist die größte Herausforderung der Zukunft für die Juristen. Das ist ein Traum, weil es eben unglaublich spannend ist, hier das Neuland zu betreten. Also ich lade Sie alle herzlich ein, Legal Tech zu machen. Gut. Wie funktioniert eine Korpuserstellung? Wie kriege ich jetzt das Korpus, also die Maschinenlesbarkeit meine sozusagen Urteile hin? Ja, ich muss eine Datensammlung machen. Ich hole mir einfach zum Beispiel vom BGH, von der BGH-Website durch Scrappy, das ist sozusagen ein Programm, wenn man so will, ein Verfahren, hole ich mir sozusagen die Texte herunter und ich brauche das sozusagen alle Daten, die ich da irgendwie bekommen kann. Und man muss sozusagen eine HTML-Fassung, die beim Klick auf die Links dann auch angezeigt werden, auch herunterladen. Man kann dort dann auch das PDF herunterladen. Wir Juristen, uns reicht das PDF, aber wir müssen die HTML-Fassung herunterladen, weil wir dann die im Korpus besser archivieren und verarbeiten können. Und der Crawler sozusagen, dieser Webcrawler, der muss auch die notwendigen Metadaten möglichst mit aufsammeln. Also PDF, Metadaten und HTML-Fassung müssen wir sozusagen mit dem Webcrawler herunterkratzen, sozusagen aus der Website und eben automatisch herunterladen. Wenn Sie das alles manuell machen, werden Sie wahnsinnig, da haben Sie keinen Vorteil über die Maschinen. Das Ganze wird quasi dadurch gemacht, dass man ein kleines Programm schreibt, zum Beispiel mit Python, das ist eine Programmiersprache, und mit Scrappy, deswegen steht es hier, das ist sozusagen ein leicht zu benutzendes, leistungsfähiges Framework, um diese Daten zu sammeln. Ja. Der Punkt ist, eigentlich wollte ich das vorführen, aber wir sind nicht ganz fertig geworden, da muss ich vielleicht noch einen kleinen Nachtragsvideo produzieren, um das vielleicht mal zu zeigen. Ja, dann extrahieren wir die maschinenlesbaren Texte, konvertieren PDF zu Text, Nachbearbeitung, Strukturerkennung, Heuristiken, das sagt uns jetzt auch noch nichts Genaues. Ich zeige Ihnen dann gleich vielleicht symbolhaft Beispiele, was da passiert. Jetzt wird quasi der Text, den man heruntergecrawled hat, verarbeitet. Und dann wird zum Beispiel automatisch schon erkannt, Gesetzesverweise, da kann man eben sozusagen identifizieren, da kann so ein Etikett dranhängen, aha, das ist ein Verweis auf einen Paragraphen, aha, das ist ein Verweis auf eine andere Entscheidung. Das heißt, das geht schon in der NLP-Pipeline automatisch, dass da sozusagen solche Etiketten von Verweisen drauf gemacht werden, weil man mit der Software von Open Legal Data da auch Unterstützung bekommt, sonst geht es vielleicht gar nicht. Es geht also nicht mit jedem Text, den Sie da heruntercrawlen. So, und dann kommt eben genau die linguistische Annotation, das ist diese Pipeline, von der da immer die Rede ist, Tokenisierung, Wörter und Satzgrenzen, POS-Tagging, Wortarten werden erkannt, Lemmatisierung, damit man eben sozusagen das Wort Antrags, Anträge, Anträgen zuordnen kann zu dem sozusagen Stammantrag. Sozusagen die Endungen, die wir brauchen in unserer Grammatik, die verwirren ja sozusagen die Maschine. Also muss man lemmatisieren, dass die Maschine versteht, ach, das ist sozusagen der Wortstamm, da schneide ich mal alle Endungen ab und dann weiß ich wieder, was das sein soll. Dann weiß ich, dass ich da ein Etikett dran kleben muss. Weil es soll ja nicht nur das Etikett an Baum dran geklebt werden, wenn ich Pflanzen etikettieren will, sondern auch an Bäume, ja, des Baums. Ja. Und insofern die Maschine, die schaut einfach stur nach, B-A-U-M, aha, da soll ich ein Etikett dran kleben, Punkt. Dann liest die Maschine B-A-U-M-S oder B-E-U-M-E, ja, dann klebt es kein Etikett dran. Aha. Ich muss also durch Lemmatisieren der Maschine zeigen, kleb ein Etikett an alles, was irgendwie mit Baum zu tun hat. Baum, Bäume, Bäume und so weiter. Das ist der Spaß. Das ist eben nicht trivial. Und da braucht man eben Experten, die eben viel Erfahrung haben mit solchen linguistischen Tools, damit die Maschine automatisch schon mal die Wörter etikettiert,
annotiert. Indexierung und Suche mit EMS Open Corpus Workbench CQP Web, also da können Sie mal nachschauen, wie das ist. Da gibt es sozusagen solche Verfahren. Das ist ja zum Teil eben in Anführungszeichen Open Source, damit man sie nutzen kann. So, jetzt, was soll das? Jetzt habe ich hier mal ein ganz einfaches Beispiel, dass Sie ein bisschen ein Gefühl haben, wie das mit der Etikettierung ist. Nehmen wir mal an, wir haben irgendeinen Text. Das ist jetzt zufällig hier aus meiner Juristerei, die ich am Notariat mache, hier eine Registeranmeldung einer neuen Geschäftsführerbestellung bei einer GmbH. Das ist was wir ans Handelsregister schicken müssen, was wir beglaubigen und so, das ist mein tägliches Brot. Jetzt wollen wir einfach aus so einer Handelsregisteranmeldung bestimmte Informationen herausholen mit der Maschine, damit ich das nicht als Mensch alles lesen muss, sondern dass ich sozusagen 300 Handelsregisteranmeldungen in die Maschine schmeiße und die sagt mir dann, welche Geschäftsführer wurden zu welchen GmbHs, wann angemeldet und dann kriege ich eine Excel-Tabelle oder irgend sowas. Ja. Völlig wurscht, wie die Anwendung ist. Das heißt, ich habe so Metadaten, ich habe verschiedene sozusagen Farben, haben wir hier, das hat alles der Professor Ewert gemacht. Ich will verschiedene Fakten aus einem freien Text herausholen. Also es wird irgendwas ins Register eingetragen. Wer ist denn der neue Geschäftsführer? Wie darf der eigentlich vertreten? Hat der Geschäftsführer eigentlich die Versicherung abgegeben, die er abgeben muss, damit er eingetragen werden kann? Und das sind eben unterschiedliche Informationen, die zu einem freien Text jetzt für mich als Jurist interessant sind, die ich da auslesen lassen will durch die Maschine und die sind halt in unterschiedlichen Farben gemacht. Das sind sozusagen die Metadaten, kann man da holen und jetzt kommt eben sozusagen, jetzt geht dieser Text durch die Pipeline und siehe da, POS-Tagging, jetzt werden die Wortarten erkannt durch die Maschine und jetzt, das ist sozusagen jetzt, wenn man so will, ein Tag, das heißt, jetzt ist ein Etikett an Zurdan geklebt, ne? Das dann ein Etikett zu Eintragung. Ne? Eintragung ist ein Nomen, ja? Die Eintragung, deswegen N abgekürzt. Die Tags haben sozusagen halt Abkürzungen, die je nach der Software, das muss man dann lesen können, da gibt es dann sozusagen ein Manual, aha, N ist das Tag für Noun oder eben Nomen. So. Und Artikel, das, ja, wird V-Verb. Ja? Also jetzt erkennt die Maschine automatisch Wortarten. Und damit kann ich dann irgendwie arbeiten. Ja. Das ist natürlich für Linguisten interessanter, die zum Beispiel irgendwelche Wortarten, die zum Beispiel wie häufig wird ein Passiv in einem Text verwendet, zählen wollen. Für uns Juristen ist das Problem, was interessieren mich Juristen? Die Wortarten. Eigentlich gar nicht. Ja. Und insofern, die Kunst besteht darin, die Tags, die Maschinen automatisch vergeben können, irgendwie clever zu kombinieren, um damit Juristerei zu betreiben. Und da ist Wissenschaftstheorie gefragt und das ist wirklich schwierig. Da muss man kreativ sein. Ja, das nächste ist Named Entity Recognition, heißt es NER. Das heißt, es gibt sozusagen eine in der Pipeline eine NER sozusagen Stelle, wo dann an den Text tatsächlich automatisch Eigennamen erkannt werden und Tags angeklebt werden, das ist eine Person oder das ist ein Datum, das ist ein Ort. Das ist jetzt, sind weitere Tags. Das heißt, die Maschine erkennt durch die Muster, das ist ein Mensch, ja, eine Person. Und das sehen Sie schon, da kann man schon plötzlich jetzt für Juristen interessanter, aha, ich kann Daten auslesen, ich kann Orte auslesen. Ich könnte mir das Leben einfach machen und sagen, ja, die Anonymisierung von Urteilen ist doch ganz einfach. Ich schmeiße die Urteile da rein, lasse NER drüber laufen und dann erkenne ich ja Namen, Daten und Orte. Und die schwärze ich. Das könnte ich machen. Ich könnte der Maschine sagen, immer wenn du eine Person, Datum oder Ort erkennst, lege einen schwarzen Balken drüber, dass man es nicht lesen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist bei der Anonymisierung nicht, dass ich das erkenne. Das kann jeder. Bei uns ist es so, es ist ein Mord im Roten Haus in Dexendorf passiert. Ja, in Dexendorf gibt es nur ein rotes Haus. Wenn ich das rote Haus nicht schwärze, weiß sofort jeder, wo das passiert ist. Wenn der Mord im Roten Haus in Nürnberg oder in München passiert ist, da gibt es 100 rote Häuser, dann ist es schon anonym. Das ist die Kunst, dass ich eben herausfinde, welche sonstigen Sachverhaltsmerkmale dieses Einzelfalls sind identifizierend. Und es ist eben nicht nur Name und so weiter. Und da kämpfen wir sehr schwer dran. Das ist bislang wohl noch ungelöst. Okay, was ich Ihnen hier nur zeigen will, ist, der Text läuft sozusagen maschinenlesbar in Anführungszeichen durch die NLP-Pipeline und die NLP-Pipeline klebt Etiketten drauf. Die annotiert automatisch und man kann jetzt hier auch die Referenzen sozusagen erkennen lassen und da sieht man eben, die Maschine erkennt, aha, oder 181 ist ein Gesetz oder hier GmbH-Gesetz und findet, aha, was sind Gesetzeszitate. Das kann man alles automatisch machen.
Wenn Sie jetzt kompliziertes Zeug machen wollen, wie such mir mal alle sozusagen Pflanzen raus oder sowas, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt stimmt, dann haben Sie eben keine fertigen Tools, die Sie benutzen könnten, um Ihren Text durch die NLP-Pipeline durchzujagen und am Schluss sind lauter Pflanzen etikettiert, sondern da müssen Sie einen Menschen dran setzen und der annotiert manuell, der sucht lesend aus dem Text die Pflanze raus und dann gibt es sozusagen Annotationstools und dann klickt der zack, zack, zack und dann haben Sie sozusagen den Text manuell annotiert. Und genau das machen wir. Wir müssen viele studentische Hilfskräfte einsetzen, um die Urteile manuell zu annotieren, damit am Schluss wir mit diesen arbeiten können, um herauszufinden, wie bekommen wir am Ende die Mustererkennung hin, damit die Maschine ein rotes Haus in Dexendorf erkennt und schwärzt, während das rote Haus in Nürnberg vielleicht nicht geschwärzt werden muss. Jetzt mal fränkisch vereinfacht dargestellt. Und dann kann man eben hier Corpus Queries, also Anfragen an das Korpus stellen. Jetzt kann ich das Korpus durchsuchen durch Anfragen. Jetzt suche ich hier nach Anmeldung. Und jetzt sehen Sie schon, das ist im Grunde das Problem. So steht es dann hier geschrieben. Und das ist natürlich für uns Juristen sind das böhmische Dörfer. Wir können sozusagen solche formalen Sprachen schwer lesen. Das ist aber alles keine Hexerei. Sie müssen dann einfach nur das Manual lesen, dieses sozusagen, dieses Korpus in Anführungszeichen, dass Sie wissen, was muss ich eigentlich eintippen in die Maschine, damit die Maschine mir das Korpus durchsucht und mir dann da was findet. Und das ist im Grunde halt einfach die Sprache, in der Sie mit der Maschine kommunizieren können. Das ist jetzt noch nicht Programmieren im eigentlichen Sinn. Das ist jetzt Anwendung. Das ist wie wenn Sie auf das Speichersymbol bei Word klicken, dann wissen Sie auch, es speichert. Da habe ich jetzt halt keine solchen Symbole, sondern da suche ich jetzt nach sozusagen Eintragung. Ja. Und dann finden Sie das raus. So, also ich will Ihnen nur zeigen, was bedeutet Korpuslinguistik. Da müssen sozusagen Etiketten an Worte geklebt werden, damit Sie am Schluss was finden. Und jetzt habe ich hier, so ist dann quasi der Output eines korpuslinguistischen Tools, womit man ein Korpus durchsuchen kann. Und jetzt suche ich hier zum Beispiel nach Analogie. Also gib mir mal alle Urteile raus, in dem das Wort Analogie sozusagen vorkommt. Und dann sehe ich, aha, da stellt es immer dazu. Und dann weiß ich, welches Urteil das ist. Und dann sehe ich hier links und rechts, was da dazu steht. Und so kann ich plötzlich relativ schnell Stichwortsuchen durchführen, sortierte Konkordanz. Ich kann also solche Worte eingeben. Und wir würden jetzt zum Beispiel eingeben, zwingende Gründe. Gib mir mal alle Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen, wo zwingende Gründe vorkommen. Und dann kann man das anschauen. So, und dann kann ich hier draufklicken. Das geht jetzt hier nicht, weil es natürlich nur ein PDF, nur eine PowerPoint-Folie ist und nicht echte Brad-Tool, wo das gemacht ist. Und dann klicke ich da drauf und dann bin ich im Volltext zum Beispiel drin. Und dann kann ich auch sagen, gib mir mal sozusagen Kontext zu dem Wort Analogie. Ich kann das hier sozusagen aufzoomen, Field-Kontext, wenig Kontext und so weiter. Also damit kann man dann sozusagen sehr luxuriös Texte durchsuchen. Dann kann ich das Kollokationen, ich kann auszählen, wie oft kommt das vor, in wie vielen Texten das Wort Gesetzeslücke, Strafbegründen und so weiter. Ja. Also jetzt kann ich plötzlich sagen, jetzt Sie erinnern sich, juristische Methodenlehre, Analogievoraussetzung ist Lücke im Gesetz, sozusagen Gleichbehandlungsgrundsatz, ich kann nicht auf den Gesetzgeber warten, ich muss die Lücke durch Rechtsfortbildung als Richter selbst schließen und so weiter und so weiter. Jetzt könnte ich sozusagen auszählen, wie oft hat der BGH gesagt Analogie? Wie oft hat er dabei gesagt Lücke? Hat er sozusagen die Argumentation, ich brauche eine Lücke, dass ich Analogie anwenden darf, überhaupt argumentativ bei jedem Mal, wo er die Analogie geprüft hat, auch die Voraussetzung der Analogie geprüft? Und plötzlich können Sie quasi juristische Fragestellungen mit auszählen und vergleichen von Urteilen in irgendeiner Form mit diesen korpuslinguistischen Tools beantworten oder sich denen annähern. Und die Kunst besteht darin, das, was die Korpuslinguistik bietet, auszählen, Stichwortsuche, Kontext und so weiter, irgendwie kombinierend clever einzusetzen, um Rechtsfragen zu klären. Und das heißt, da drüben ist die Rechtswissenschaft, hier ist die Korpuslinguistik und hier ist eine große Lücke. Und da brauchst du den Wissenschaftstheoretiker, der clevere Ideen hat, wie er Kombinationen aus dem Output, was ich da machen kann, in juristische Fragestellungen und Antworten übersetzt.
Das soll es ganz kurz gewesen sein, um zu erklären, wie entsteht ein Korpus, wie kann ich es durchsuchen, wie schaut sozusagen dann die Durchsuchplattform aus und so weiter. Das wäre jetzt für unseren ersten Anwendungsfall sozusagen, ich möchte die Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung korpuslinguistisch durchsuchen. Ganz kurzer Exkurs noch schnell was, nämlich Folgendes. Jetzt haben es wieder hier diese Queries, also diese Anfrage. Das ist jetzt tatsächlich eine sozusagen in Hieroglyphen geschriebene Anfrage an das Korpus, wenn man so will. Und der Gag ist einfach, gib mir alle Urteile, in der sozusagen ein Eigenname kommt, raus. Und Sie hätten jetzt kein Named Entity Recognition Pipeline Tool drüber laufen lassen, sodass die Eigennamen nicht sowieso schon etikettiert sind. Jetzt könnten Sie sozusagen sagen, okay, ich weiß doch als Mensch eins, ein Richter, der ein Urteil schreibt und der einen Namen einträgt, der sagt den Namen nicht einfach so, sondern der würde immer irgendwas vorher dazu sagen. Der würde sagen, Herr Adrian, Frau Adrian, Dr. Müller, ja, Professor Dr. Müller, der Zeuge Heinrich, ja, der Richter, was weiß ich, Schwager, ja, irgend sowas würde der dazu sagen. Das heißt, wenn ich jetzt kein Tool hätte, das automatisch Eigennamen etikettiert, dann könnte ich trotzdem nach Eigennamen suchen, wenn sozusagen meine Texte typischerweise so aufgebaut sind. Sie haben als Mensch jetzt praktisch schon das Muster erkannt und dann können Sie quasi das Muster als Query formulieren und siehe da, natürlich kommt hier Zeuge. Ich habe jetzt das hier überklebt, damit der Originalname dieses Urteils. Ich habe auch hier die Aktenzeichen etwas überklebt, einfach mit meinem Namen, damit es datenschutzrechtlich hier in Ordnung ist. So, aber dann wissen Sie, aha, das ist sozusagen, Sie können sich eine logische, ein Muster sozusagen ausdenken als Mensch, das logisch sozusagen hier in die Anfragesprache hineinschreiben und die Maschine findet Ihnen tatsächlich über diesen Umweg quasi die Eigennamen. Das soll jetzt nur zeigen, Sie müssen clevere Fragen stellen, Sie müssen sich irgendwas ausdenken, was irgendwie nach Ihrer Auffassung sozusagen zum gewünschten Ergebnis führt. Und das ist die große Kunst. Sie müssen mit den Informatik-Tools von hinten durch die Brust geschossen zu Ihrem juristischen Ziel kommen. Es wird nie so sein, lassen Sie sich da nie verwirren, dass eine KI entsteht, die ein Bewusstsein hat und die dann eine juristische Entscheidung trifft. Das ist im Grunde wohl Unsinn. Was passiert ist, Sie können Worte zählen, Sie können Wortarten feststellen, Sie können Muster erkennen, Sie können Katzenbilder analysieren, Sie können Texte analysieren, aber da kommt Mathematik, da kommt Logik, da kommt formale Sprache raus. Ja. Da kommt nicht Bewusstsein raus und plötzlich kann die Maschine eine juristische Entscheidung treffen. Nein, da muss man von hinten durch die Brust geschossen, durch Kombinatorik, durch Logik, sich sozusagen die Tools zunutze machen, um am Ende was Juristisches zu erreichen. Und das ist wirklich kompliziert, weil es unglaublich viel Kreativität voraussetzt. Und ich empfehle jedem jungen Juristen und angehenden Juristen sozusagen, sich frühzeitig mit diesen Themen zu befassen, damit sie ihr Gehirn schon sozusagen wissenschaftstheoretisch trainieren können, um die Kreativität zu entwickeln, die sie später brauchen, wenn sie dann sozusagen ein Legal Engineer sind in einer Großkanzlei, der nimmer wie früher oder wie man es ihnen jetzt noch beibringt, klassisch gutachterlich oder schriftsätzlich juristische Fragen analysiert, sondern der mit der Maschine große Textmengen durchsucht, clevere Überlegungen hat, wie finden sie jetzt da das Problem, was sie suchen. Bei einem großen Unternehmenskauf durchsuchen sie 5000 Mietverträge nach einem bestimmten Rechtsproblem und müssen irgendwas, sowas erfinden, damit das Korpus, in dem die 5000 Mietverträge drin sind, für Sie clever durchsucht werden kann. Das wird die Zukunft der juristischen Arbeit sein. Okay, Strich drunter, das war sozusagen unser erster Anwendungsfall, Korpuslinguistik. Wir müssen clevere Suchanfragen an Korpora stellen, um juristische Fragen zu klären. Zweites Thema, was die Korpuslinguisten selber erforscht haben, da können Sie jetzt vielleicht nicht selber mit einem Korpus arbeiten, sondern Sie müssen vielleicht Literatur lesen, die Literatur analysieren. Das ist methodisch ein bisschen so wie die juristische Literatur zu analysieren, nur hier lesen Sie halt der fremde Disziplin nach. Da haben Sie wieder den Stefan Ewer, den Philipp Heinrich, das ist der Doktorand, mit dem wir auch zusammenarbeiten. Und hier wieder der Philipp Heinrich und so weiter. Also, das bin nicht ich. Jedenfalls, hier haben wir also einfach vier
Aufsätze, die können Sie ja auch abrufen, das finden Sie alles ja auf der PDF, die ich hochgeladen habe. Und da geht es eben drin um das andere Thema, das ist sozusagen einfach, wenn Sie es interessiert, bearbeiten können, Einstieg in das Thema Social Bots. Japan's 2014 General Election, Political Bots, Right-Wing Internet Activism and PM Abe Shinzo, Hidden Nationalist Agenda. Also, da gibt es einen Aufsatz, wurde damals bei der Wahl 2014 in Japan, wurden da vielleicht Social Bots eingesetzt, um Meinungsmache zu betreiben, um sozusagen das Wahlvolk technisch zu beeinflussen, damit es irgendwelche bestimmten Politiker wählt. Darum geht es ja. Wie kann die Technik sozusagen unsere Wahlsysteme sozusagen ja, in Schwierigkeiten bringen? Das gehört meines Erachtens heute mit zu einem Pro-Seminar zum Wahlrecht der demokratischen Parlamentswahl. Sie müssen die Gefahren, die vielleicht von der Technik ausgehen, für unser demokratisches System, für die Durchführung von Wahlen analysieren können. Und das ist einfach nur die Idee. Ein Einstieg in die Literatur wird hier gewährt. Siehe auch die Angaben auf StudOn hochgeladene Datei Social Bots Literatur und das gehört sozusagen da dazu. Also bester Dank an Stefan Ewert und seine Truppe, die uns hier geholfen haben, das zu machen. Tja, soweit, so gut. Das war quasi, was ich Ihnen inhaltlich einfach mal als Kostprobe liefern wollte. Ich habe jetzt hier insgesamt 15 Themen, die wir jetzt gleich dann im Anschluss vergeben wollen. Ich sage tausend Dank, das war's, alles Gute, tschüss.